Januarmorgen. Irgendetwas stimmt nicht. Keine Menschenseele. Kein Laut. Nicht einmal Lokomotiven sind zu hören. Keine Explosionen. Keine zerfetzte Luft. Sie sollen verschwinden! Wovor sollte ich mich fürchten? Es gibt nichts zu fürchten. Sie haben Angst. Vielleicht nicht vor den Bombardierungen, aber davor, die Dinge beim Namen zu nennen. Davor haben Sie Angst. Und Sie haben Angst, die Wahrheit zu erzählen. Das ist ja um einiges schwieriger, als sich an eine glückliche Kindheit zu erinnern. Ich bin an nichts schuld. Ich habe niemanden gerufen. Ich habe niemanden vertrieben. Ich mache einfach nur meine Arbeit. Ich bringe den Kindern einfach nur bei, richtig zu schreiben. Und wenn jemand auf Ihren Neffen schießt, sind Sie dann auch auf niemandes Seite? Wenn die Geschosse das Internat treffen, in dem er wohnt, gegen wen wird der Krieg geführt? Immer schiebe ich alles auf. Immer weiche ich allem aus. Trete zur Seite, habe nicht den Mut, das zu sagen, was ich denke und das zu denken, was ich wirklich bin. Man hat es endlich ein Ende.